EA hat offiziell verraten, dass Die Sims 4 auf der neuen PS5 und Xbox Series X verfügbar sein wird. Auf einer wichtigen Konsole steht der Sims-Teil allerdings immer noch nicht bereit. Mehr dazu in diesem Video. Auf der offiziellen EA-Seite lässt sich aktuell ein Blog-Eintrag finden, in dem es um die neuen Konsolen und die damit verbundenen Spiele von EA geht. So kann man neben anderen EA-Titeln wie Apex Legends oder Need for Speed auch Die Sims 4 finden, welches ebenfalls für die neue PS5 und Xbox Series X in diesem Monat bereitstehen wird. Für alle, die sich also überlegt haben, die neue Konsolengeneration zuzulegen, ist das vielleicht eine interessante Info. Natürlich sind auch alle Erweiterungen und DLCs verfügbar. Kommen wir jetzt aber zu einem Fakt, der mich persönlich nur auf Unverständnis stoßen lässt. Eine Konsole, auf der man Die Sims 4 nach 3 Jahren immer noch nicht spielen kann, ist nämlich die Nintendo Switch. Meiner Meinung nach wird hier viel Potenzial verschenkt, da die Konsole von Nintendo einen entscheidenden Vorteil zur Xbox und PlayStation hat. Man kann auf ihr ebenfalls unterwegs spielen. Die Sims 4 in der Bahn oder im Wartezimmer immer und überall spielen zu können, wäre für viele Spieler inklusive mir eine große Bereicherung, auch da ich schon seit längerem eine Switch besitze. Angenommen, man möchte aktuell unterwegs die Sims spielen, braucht man dazu entweder einen starken Laptop oder aber man muss die Sims Mobile oder Freeplay auf dem Handy spielen. Das ist zwar gratis, allerdings auch eine recht abgespeckte Version im Vergleich zum Die Sims 4 Spiel auf dem PC. Die Switch lässt sich perfekt mitnehmen und Beispiele wie The Witcher 3 oder City Skylines zeigen gut, dass es ebenfalls möglich ist, große und komplexe Spiele auf die Switch zu bringen. Klar, die Grafik wird auf der tragbaren Konsole nicht so aussehen können wie auf einem heimischen 1000-Euro-Rechner, grafische Abstriche würde ich auf der Switch aber trotzdem in Kauf nehmen, wenn ich dafür überall mit meinen Sims spielen könnte. Ebenfalls ein bisschen verrückt, früher gab es die Sims auf jeder erdenklichen Konsole. Unter anderem hatte der DS, 3DS, die PS Vita, Wii und sogar der GameCube eigene Sims-Teile, nur auf der Switch fehlt eine Sims-Ankündigung schon seit längerem. Ob es hier überhaupt nochmal eine Ankündigung geben wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich, es bleibt also weiterhin spannend. Was ist eure Lieblingskonsole und würdet ihr euch ebenfalls über einen Release auf der Switch freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.